Das ist geil. Also, heute verliere ich wirklich ein Leben nach dem anderen. Das ist kein gutes Zeichen, würde ich mal behaupten. Ich will runter. Ich habe jetzt schon zum dritten Mal Z gedrückt. Danke, Mario, dass du es irgendwann geschafft hast. Ist ein netter Zug von dir, weil unter Wasser funktioniert das wesentlich besser, wenn Schildkrötenpanzer einsammeln, der unter Wasser ist. Also man kann es auch über Wasser probieren, aber es wird nicht klappen, weil von über Wasser kann man keinen Unterwasser-Schildkrötenpanzer einsammeln. So, so. Ich weiß, sehr geistreich, was ich hier erzähle, aber ist ja egal. Gut. Vielleicht darf ich die Mission jetzt endlich mal, vielleicht komme ich dann endlich mal zu irgendwas zu sagen wegen heute Abend. Andererseits ist es eigentlich schon fast wieder uninteressant. Ich habe es schon 100 Mal versucht anzufangen. Das ist geil, dass er hier jetzt immer den Dreiersprung macht, während er sonst den Dreiersprung nur macht, wenn er mal gerade Lust hat. Oh Gott, ich habe gerade gedacht, ich springe schon wieder dran vorbei. Ich habe mich schon dran vorbeispringen gesehen. Schwein gehabt. Es ist geschafft, irgendwie. Ich habe auch langsam keine Leben mehr, die ich noch verlieren könnte. Also es ist ganz gut, dass ich mal eine Mission schaffe, zur Abwechslung. Ja, wären meine Leben gespeichert, die ich schon alle eingesammelt habe in dem Spiel, dann wäre das natürlich kein Problem. Dann hätte ich jetzt noch 100 Leben übrig oder so, aber ist halt mal nicht so. Dafür kriegt man ja jedes Mal, wenn man startet, quasi die 5 Leben von Prinzessin Peach. Also was soll's. Gut. Immer noch Reifengalaxie. Gut, dann können wir jetzt uns die Welt vielleicht mal normal ansehen, ohne dass wir unter irgendwie ein Zeitlimit stehen oder ein Rennen schwimmen müssen oder sonst irgendein Kack. Ja, das war's ja eigentlich nichts anderes, ne? Hier, Mission 1, müssen wir dem Hai hinterherjagen. Dann mussten wir das Pinguin-Rennen machen, dann mussten wir jetzt ein Rennen mit unserem Schatten machen und jetzt lasst uns die Silbersterne suchen. Okay. Gut, das ist dann wohl was, wo es mal nicht irgendwie unter Druck läuft hier, also wo man sich ein bisschen Zeit lassen kann. Silbersterne suchen. Da oben ist auf jeden Fall einer. Wunderbar. Ob die alle in dem Baum versteckt sind? Wir werden es wohl rausfinden. In Kürze. Na, wir landen auch ganz in der Nähe von den Dinger. Oder auch nicht. Wie kommt man wohl da hoch? Also ich glaube nicht, dass ich so weit springen kann. Aber da unten sind wohl... Verdammt, Mario, würdest du da drauf springen? Nö, will er nicht. Will er nicht. Will er nicht. Arschloch. So ein Arschloch. Ja, hätte mich auch gewundert, wenn man den Sprung schaffen könnte. Okay, also heute Abend Mario Kart Wii steht an. Endlich mal mit meinem Nixon-Profil mal nochmal. Es ist ja jetzt wochenlang her, dass ich zuletzt überhaupt Mario Kart Wii gespielt habe. Es ist bestimmt 2-3 Wochen her. Und das, obwohl ich in der Zwischenzeit immer wieder irgendwas gespielt habe. Also es lag definitiv nicht rein daran, dass mir die Zeit fehlt oder dergleichen. Weil ich habe ja andere Projekte auch gespielt. Ich habe ja so, zum Beispiel zwischendurch einfach mal so ein Alex Kidd in Miracle World Let's Play eingeschoben. Einfach weil mir danach war und weil es Zeit war. Und, ja, ist halt mal so. Okay. Faszinierend. Ich frag mich, wo die Fontäne hinführt. Was sagst denn du dazu? Ich hab da etwas gesehen. Total hoch über dem Palmenbaum. Ja, da ist was. Was sagst du dazu? Mit diesem Sternring solltest du mit einem Satz zum Kapitän gelangen. Was für ein Kapitän? Hä? Ihr wollt mich... Ja, ihr wollt mich verarschen. Moment mal, ich hab das aber gesehen. Aha. Das sollte man vielleicht mal in Betracht ziehen. Ich meine, dieser Bienenpilz hier, der steht da bestimmt nicht ohne Grund da rum. Ich sehe auch von hier aus schon Steine, die man damit erreichen könnte. Aber mal abgesehen davon könnte man damit auch auf den Baum gelangen, glaube ich. Also nicht auf diese Palme hier, sondern auf den großen Baum, der hinter uns liegt im Moment. Ich darf nur wahrscheinlich nicht in die Wolke rein. Kann ich auf die Palme drauf? Ja, das ist super. Da habe ich eine höhere Startposition, dann schaffe ich das auch von der Distanz her, denke ich mal. Und ich sehe, auf dem Pilzschiff scheint auch schon wieder so ein Silberstern zu sein. Aber, ja, wunderbar. Oh, warum bin ich jetzt da runtergefallen? Okay. Ja, und dann wird es eben heute Abend mal nochmal ein bisschen auf der Piste rumgehen. Ich freue mich schon drauf, muss ich sagen. Also, ist jetzt wirklich lange her, dass ich mal nochmal mit den Leuten aus meiner... Nixon Freundesliste unterwegs war. Mario Kart Wii technisch. Würdest du da dich hochbequemen? Dankeschön. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich bin echt hin und her gerissen, welche Richtung ich gehen soll. Na egal. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie es heute Abend läuft. Also ich hoffe mal, dass keiner auf die Idee kommt, irgendwie zu cheaten oder irgendwelche blöden Bugs auszunutzen. Also
ihr wisst schon, Vulkankrollen, diesen großen, mir fällt das Wort nicht ein, nicht Bug und nicht Hack und nicht, weiß der Geier was, das ist ein Glitch, genau, dankeschön. Hast du mir irgendwas zu sagen? Oh, meine liebe Kanone. So, ist fertig oder was? Das du mal. La 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 la, hey du da, hast du keine Sternteile? Doch, hab ich. Aber ich glaube nicht genug. Nee, ja, wie auch immer. Bin noch gespannt, wie das heute Abend läuft. Ich hab ja jetzt, 40 Sternteile. Und ich hab grad mal 17. Egal. Ich hab ja jetzt in letzter Zeit doch gelegentlich schon mal gespielt, aber immer nur so privat und immer auf gut Glück. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt noch mit euch mithalten kann heute Abend. Also, ich weiß ja, dass ich verdammt viele, verdammt gute Spieler in meiner Freundesliste habe. Und wenn davon dann ein ganzer Raum voll... Ach, ich kann mich auf die Art umbringen. Danke, dass ihr mich davor gewarnt habt, dass ich mich mit der Kanone aus dem Level rausschießen kann. Also, ich bin echt begeistert, dass ihr das rechtzeitig erwähnt habt. Ich meine, hätte ja sein können, dass ich jetzt dadurch versehentlich sterbe, weil ich mich zu weit wegschieße und dann meine ganzen Sternteile, die ich in mühevoller Kleinarbeit gesammelt habe, verliere. Aber zum Glück habt ihr mich ja davor gewarnt, ne? Mhm. Ist schön, ne? Also dieser blöde Scheißzwerg, Pilz, Dings, was auch immer, hat natürlich nichts anderes im Kopf, als mir zu sagen, oh, meine Kanone, meine Kanone. Aber er sagt kein Wort darüber, dass das Ding mich umbringt. Ich hasse es, wenn sowas passiert. Also, das ist wirklich ultra-fail. Ich habe nicht damit gerechnet, sonst kann man in diesem Spiel nicht sterben, indem man sich von der Plattform entfernt, wenn man dann drum rumfliegt und letzten Endes doch wieder drauf landet. Aber gerade an der Stelle, wo ich dann die Kanone benutze, ja, da ist es dann natürlich anders, weil... Ja, Spieler hat Lust, mich umzubringen, also ist das schon okay. Das hätte mich warnen können. Das hätte es echt tun können. Wetten, das sagt einer von denen sowas oder so. Ich meine, ich hätte etwas auf der Spitze dieser riesen Mangrove gesehen. Ja, wunderbar. Interessiert nicht weiter. Und irgendwas stimmt nicht mit dieser Insel in der Mitte. Ja, ist mir auch klar. Ihr habt so geistreiche Tipps für mich, das finde ich begeisternd. Also, auf solche Ideen wäre ich nie gekommen. So, das Leben habe ich wieder, das ich eben verloren habe. Wollt ihr mir eigentlich irgendwas sagen? Wenn du dein Sichtfeld ändern willst, drücke das Steuerkreuz. Wenn du es nicht ändern kannst, ertönt ein Brummgeräusch. Ja. Yeah. So wird es im Stamm der Honigbienen überliefert. Ja, ihr seid Idioten. Kanonen machen einen Heidenspaß. Hui! Ja. Ihr blöden Arschlöcher. Ihr könnt mich doch alle mal gerne haben. Von wegen Kanonen machen einen Spaß. Kanonen bringen einen um. Ich komme mir echt verarscht vor. Ich komme mir unwahrscheinlich verarscht vor. Gut, ich hätte es ja nur füttern können, aber ich kann es mir auch genauso gut schenken. Kann ich nicht woanders hinlenken? Kann ich echt nur in dem Bereich hier die Kanone benutzen? Das ist schlecht, weil dann bringe ich mich ja zwangsläufig um. Es sei denn, ich schieße mich in den Stern da und dann könnte ich es vielleicht überleben. Hoffen wir einfach mal das Beste. Und Wirbel! Ja. Was mich wieder da runterbringt. Gut, das hat sich jetzt gelohnt. Jetzt bin ich schon mal ein ganzes Stück weiter, also. Wuppidu. Okay, das sind so komische Dinger, an denen könnte man sich festhalten und sich dann darüber ziehen. Dann schießen wir uns doch einfach mal dahin. Ja, das Leben nehmen wir mal mit. Ach ne, das liegt in die andere Richtung, okay. Und da liegt kein Stern drunter. Und jetzt, wenn ich jetzt loslasse, sterbe ich dann? Nö. Aber ich kann natürlich das Gebiet auch nicht verlassen. Es sei denn, ich lasse mich in diesen Stern hier fallen. Wow. Okay. Wunderbar. Wofür braucht man an der Stelle Bienen, Mario? Habe ich nicht verstanden. Ich spreche mal mit dem Fressluma. Vielleicht gibt er mir ja doch irgendwas Infos. Aber ich nehme an, das ist nur wieder für einen geheimen Stern freizulegen. Und den kann ich jetzt natürlich nicht sammeln, weil ich will ja eigentlich die Silbersterne sammeln. Und ja, und überhaupt... Ja, wie auch immer. Wie gesagt, ich habe lange nicht mehr gegen ernste Gegner gespielt in Mario Kart Wii. Ich habe zwar ein bisschen Übung, ja, meinetwegen, aber nichts Ernstzunehmendes. Ja, und dementsprechend machen wir schon ein bisschen Gedanken, wie das heute Abend laufen wird. Ich befürchte wahrscheinlich, dass es bei mir extrem schlecht laufen wird. Ich werde wahrscheinlich nur verlieren. Und ein neuer Planet wurde geboren. Okay, vielleicht bleibt er ja. Ja, aber vielleicht läuft es ja nicht ganz so schlecht. Vielleicht habe ich ja ein bisschen Glück. Das wäre ja auch mal nicht schlecht zur Abwechslung. Also ist ja bei mir jetzt nicht so der Normalzustand, dass ich Glück habe im Spiel, sondern ist ja eher so, dass ich mich durchquäle. Und gerade bei Mario Kart Wii ist es ja schon fast der Normalzustand, dass ich mich nur beschwere, dass ich nur Kack-Items bekomme.
Was ja auch tatsächlich der Fall ist. Ich krieg ja nur dann gute Seiten, wenn es mir nichts bringt oder gleich wieder weggeblitzt wird. Also, ja, da bin ich eben ein Sonderfall. Da bin ich ein Fall für mich. Ich weiß nicht, ich finde auch wirklich, wenn ich mir meine Videos angucke über Mario Kart Wii und dann Videos von anderen Leuten im Vergleich ansehe, habe ich wirklich unwahrscheinlich viel Pech in dem Spiel. Was? Nimm so viele Pilze, wie du willst. Ja, du mich auch. Einer reicht mir. Oder soll ich dich vielleicht auch mitnehmen? Ist auch ein Pilz. Ja. Gut. Machen wir eine Truhe auf. Ne, machen wir nicht. Brauchen wir eine Koopa-Schildkröte. Komm schon, Koopa Troopa, zu meinem Dienst hier. Und so, und ja. Warum kriege ich hier eigentlich immer wieder diesen Flugpilz, also diesen Bienenpilz, wenn ich ihn nicht benutzen kann? Und warum kann ich diese Schildkröten nicht einsammeln? Ich sage jetzt nicht, Bienen-Mario kann nicht nur nicht springen, sondern er kann auch keine Schildkröten tragen. Echt grausam von dem Spiel, oder? Es verarscht einen. Es gibt einem die Fähigkeit, Bienen-Mario zu sein hier an der Stelle. Und das nur, damit man irgendwie nicht weiterkommen kann. Das ist genial. Also, es ist wirklich irgendwie ein ziemlicher Sadismus von den Programmierern. So, das Ganze war für nichts. Naja, hat sich gelohnt. Nichts lohnt sich mehr als nichts. Ja, aber... Ja, was auch immer. Ich weiß nicht. Egal, genug zu Mario Kart Wii. Scheiß doch drauf. Nee, lass gut sein. Scheiß nicht drauf, aber machen wir uns darüber jetzt keine weiteren Gedanken. Konzentrieren wir uns lieber auf was anderes. Was habe ich so nebenbei gemacht? Ich habe ja erwähnt, ich habe jetzt dieses Alex Kid Miracle World Let's Play gemacht. Das ist ja schon komplett hochgeladen, wenn ihr das hier seht. Also, falsch. Sogar wenn ich das spiele hier, ist es schon komplett hochgeladen. Also, nicht Mario Galaxy, aber, Alex Kid ist eben fertig hochgeladen in zwei Parts, a 30 Minuten. Ich habe es im Video erklärt, aber ich sag's gerne nochmal, das Spiel musste ich einfach let's playen, weil es eben ein sehr klares Überbleibsel aus meiner frühen Kindheit ist und gab ja auch andere Gründe dafür. Ich meine, ich habe es im Video mehr als deutlich erklärt, mit unzähligen Worten. Und wenn jetzt jemand sagt, ja, du hast aber doch andere Projekte am Laufen, du könntest ja mal Mario Galaxy fertig machen, du könntest mal mehr Mario Kart Wii spielen, du könntest mal endlich Final Fantasy weitermachen und Minecraft. Ja, das könnte ich alles, aber ich hatte in dem Moment auch wirklich Lust, eher mal Alex Kid in Miracle World zu spielen, als schon wieder Mario Galaxy. Und Mario Kart habe ich ja sowieso schon dann gesagt, schon vorher, dass mit Mario Kart nicht viel los ist bei mir im Moment, wegen eben... Ja, den abartigen Temperaturen, die ja zum Glück jetzt die letzten zwei Tage etwas niedriger waren. Ja, und so beschäftigt man sich dann eben auch mal mit was anderem. Und es hat mir unheimlich Spaß gemacht. Das habe ich mir einfach mal gegönnt. Ja, also ich denke, man merkt es wirklich an dem Video. Ich war ja durchgehend, selbst wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, wobei das auch seltenst vorkam, war ich durchgehend gut gelaunt und ich habe mit einer unvergleichlichen Euphorie, denke ich mal, das Ganze kommentiert. Was auch irgendwie nachvollziehbar ist. Ich meine, ich hatte das Spiel jetzt wirklich ewig nicht gespielt und ich wollte da ein richtig schönes Klassiker-Let's Play quasi draus machen, einfach um mal zu zeigen, wie das denn vor 100 Jahren eben mal so war. Und es hat mir wirklich unwahrscheinlich Spaß gemacht. Und dementsprechend werden eben auch noch mehr solche Projekte folgen. Das ist ganz klar, das habe ich mir von vornherein vorgenommen, sonst hätte ich mir nie dieses neue Master System gekauft. Ich meine, ich hatte ja schon ein Master System 2, das noch funktioniert. Aber das konnte ich ja nicht an den Rapper anschließen. Und jetzt habe ich mir eben noch eins gekauft. Und wenn ich schon zwei Stück von den Dingern habe, dann will ich sie natürlich auch benutzen. Mehr. Alles andere wäre dämlich. Also ich meine, hallo, was soll ich mit dem Gerät, wenn ich es nicht benutze? Oh, verdammt, das soll ich nicht entfliegen. Ich sterbe sonst. Gut, das geht gut. Bin ich gerade auf dem Ei gelandet? Okay. Schwimme ich jetzt eigentlich an der Oberfläche? Scheinbar schon, ne? Was dumm ist, weil ich will eigentlich gar nicht an der Oberfläche schwimmen. So, komme ich da unten jetzt wieder zu dem Ding, wo ich vorher das Ventil gedreht hatte? Ist geil, ne? Also ich habe extra nach unten gelenkt, damit Mario auch unten bleibt, damit er nicht auftaucht und ich nicht erst wieder auf den Tauchknopf drücken muss. Aber, nö, wollte er nicht. Das verstehe ich auch nicht, warum sie das so dämlich gemacht haben. Bei Super Mario 64 war das kein Problem. Da hat man nach oben gelenkt, um nach unten zu schwimmen und nach unten und nach oben zu schwimmen, genau wie hier auch. Aber man konnte auf diese Art eben auch tauchen. Also ihr drückt nach oben... Und Mario schwimmt dadurch nach unten und taucht. Ja. Und hier muss ich Z drücken, um tauchen zu können? Ist doch dämlich. Wo waren jetzt diese Stelle?
Ich blick's nicht. Und ich glaube, ich hole mal ein bisschen Luft. Man weiß nicht, ob man sie braucht. Ne? Ja, ich sehe irgendwie wirklich nicht die Stelle mit dem Ventil, an dem ich zuletzt noch gedreht hatte. Ja, ich drehe am Rad. Nee, ich drehe nicht am Rad, ich drehe am Ventil. mir geht gerade dauernd die Nase zu. Irgendwie ist irgendwas nicht in Ordnung, habe ich so den Eindruck. Aber ihr müsst damit leben. Also wenn ich mich jetzt komisch anhöre, es liegt an meiner Nase. Aber ich finde die Stelle nicht. Achso, die ist da vorne drauf, oder? Das ist der Grund, warum ich es nicht finde. Ich bin so clever. Ich hätte nur da drauf gemusst.